Hat fein geprasselt. Ich hab mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Die erste Variante hat mir besser gefallen. Weil am besten habe ich gefröstet und mein. Oh, das ist. Ich persönlich fand das urwitzig. Ich meine, das ist jetzt zweideutig, ich glaube, ich muss immer noch lachen dabei. Ich finde das urkomisch, wie der das raushaut. Ach, nur, ich habe ein bisschen. Ach, Mann. Vorsicht mit den Beleidigungen, sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Wo sind wir? Helfen mal den Kollegen, oder? Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich hab nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Hab aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stell's? Viel Glück! Ein netter Geselle. Ein wirklich netter Geselle. So, da müssen wir jetzt halt die Quest hier ein bisschen umschalten. Halt hier. Und zwar haben wir jetzt Nebenquest hier, sammeln ja jetzt hier der durchgeknallte Brandstifter. Genau. So, da hinten soll ich schauen. Dann schauen wir mal. Ich kann bestimmt ein paar Sachen mitnehmen hier. Pflanzen. Pflanzen sind sowas von wichtig. Weil ich der Sprache brauche, finde ich auch gut. Das erste Mal, dass ich so eine Sprache gehört habe, war in Gothic. Ich war total erstaunt darüber. Weil sowas hatte ich vorher noch nie gesehen. Oder gar gehört. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. So, Früchte. Alles mitnehmen. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Und wir gehen mit diesen Katzenaugen. Au! Entschuldigung. Ich muss kurz zusammen. Ich bin gezwungen zu sammeln. Wer nicht sammelt, der hat Pech. Oder um das haufenweise Loot. Ob ich das mitnehmen darf? Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Ich war, glaube ich, hier drüben. Ich weiß nicht. Soll ich das hat seine Stiefel aus dem Schiff verloren. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Was er sagt, er will nicht mal seinem Hund das Wasser geben. Hat seine Stiefel im Schiff verloren. Sicher oder nicht? Wer weiß das schon? Bist du lieber zum Brunnen in Hütte gehen? Die Könige mögen zwar kämpfen, nee, aber die Bauern sterben. Lieber bin ich krank, meine Großmutter, als dass ich eine schau mich nicht so an! Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war. Die Spur führt wieder ins Dorf. Er hat gezappelt und geschrien. Ja, ich würde sagen, die Kollegen Hammer. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Ja, Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Na, willkommen, Patrick. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht.
Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Entscheidung. Er hat das ja abgegurgelt. Das ist ja, nehme ich das Gold oder nehme ich nicht das Gold? Das ist ja, komm nicht in Frage, du kommst mit. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Hauen wir den um oder sagen wir, der soll mitkommen? Ich würde sagen, komm, wir kloppen den. Versuch es doch, Bauer. Ich bleib gerne in Übung. Sieht schon ein bisschen mehr aus als die anderen. Der haut auch richtig rein. Knockout. Au, au, aufhör, ich gebe auf, verdammt, du hast mir die Nase gebrochen. Aber nicht die Beine, also auf zum Schmied und lass dir raten, mach keinen Unfug. Hier, bitte, ah, ich der Dorfpyromane höchstpersönlich. Na, du, ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Fuck. Bisschen hart. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen. Und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Schon übel, oder? Ich finde, das ist schon übel. Das ist meine... Gut, okay, ja. Er hat ja die Ogelt. Ja. Okay, ist aber keiner zu Schaden gekommen. Wo ist das Haus von dem Mittelfinden? Wo ist das Haus von dem? Nicht Goldemar. Wo war das denn? Aber warum denn? Ich weiß, hier war das, oder? Genau, jetzt geht's los, das Looten. Raumblüten ist das denn? Alles mit dem. Ich brauche alles, was ich kriegen kann. Wie alles. Darf nichts übrig lassen. Das habe ich beim ersten Mal nämlich komplett nicht gemacht, also erstmal nicht so mit hier lootet und ja, dadurch gab es dann riesige Probleme dann dabei. Ich konnte die Sachen nicht machen, ich konnte haufenweise Zeug nicht machen, hat dann riesige Probleme. Ich hatte auch kein Alkohol mehr, konnte keine Heiltränke herstellen und. Kochmaster, moin, herzlich willkommen auf dem Kanal, schön, dass du reinschaust. So, bin gut. Kannst du den Schwarzen davon erzählen? Hab ich irgendwas zu sagen? Ah, hat nichts zu sagen. Ah. Entschuldigung, ja, ich glaube, das ist komisch. So. Jetzt geht es nämlich los mit dem Erkunden. Das Tolle ist nämlich, ich solle jetzt mal nämlich hier ganz schnell nur dahin flitzen, mir eine Quest abholen und das war's. Habe ich kein Interesse dran. Habe ich noch gar kein Interesse dran. Ich möchte erst ein, zwei Level steigen. Und ich weiß, diese Mission ist bockschwer. So, hier sind keine Quests. Hier haben wir noch keine Quests. Im Kampf hier fallen. Sammle sie alle. Sammle sie alle. Oder Hexeraufträge. Level 2 bin ich noch nicht. Und. Weil jetzt fange ich nämlich an, die Karte, soweit es geht, abzuräumen. Ich würde sagen, wir fangen hier so im Süden an und arbeiten uns einmal da durch, bis dann nach oben und holen uns die ganzen Fragezeichen. Erstmal gucken, was das ist, schätze und vielleicht finden wir gleich eine Rüstung oder sowas. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
Ich war ganz kurz markieren, um die Richtung. So, das ist die erste Richtung. So. Suchst du Ärger? Ah, kein Ärger. Mutant. Hey. Ich bin zwar auf höchsten Schwierigkeitsgrad, aber trotzdem gilt eine Regel. XP. Wer XP hat, der hat Level. Wer Level hat, der ist OP. Verdammt, ich will OP werden. Das ist der höchste Schwierigkeitsgrad, ich muss da hin. Dann schauen wir mal. Bin ich falsch? Bin ich falsch? Ich bin falsch, oder? Ah, ja, gut. Toll, den ganzen Weg zurückrennen. Klasse. Jansen. Gut, den ganzen Weg zurück muss da drüben. Mann. Ja, ja, der Navigationsanzeige, der ist auch nicht ganz. Ich würde sagen, wir machen ganz kurz die Fragezeichen, gucken, soweit wie es geht, dass wir vielleicht auf Level 2 kommen und dann gleich die erste Quest hier gleich ein Bruder machen, dann vielleicht das erste Monster auftragen und. Da spielen wir einmal Quest. So, jetzt ab in diese Richtung. Am Wasser war das. Soweit ich das beurteilen kann. Denn wir brauchen jetzt Loot. Massenhaft. Vielleicht finden wir irgendwo mein Liebling, nämlich Salpeter. Dann kann ich nämlich Bomben bauen und dann kann ich dann. Hier, vielleicht sind drei dann noch zu viel. Oh ja, Alter, vielleicht sind drei. Wenn es weiter noch ist. Und. Oh, langsam. Okay, einer down. Cool. Oh, Schild haben wir. Hat auch einer bekommen. Zum Glück so weiblich. Blumenkommen, das Spiel ist so cool. Das ist. Es gibt sau coole Entscheidungen hier drin. Es gibt kein Gut, es gibt kein Böses, es gibt halt nur diese Entscheidungen. Und Entscheidungen sind sehr cool. Es gibt Monster, menschliche Gegner, es gibt alles Mögliche. Ja, schade, die haben nichts gelootet. Monsterknochen, Monsterherz, das ist schon mal gut. Das ist irgendwie, kann ich mal angucken. So, dann gucken wir, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall eine Schatztruhe haben wir hier. Ist hier gewöhnlicher Gegenstand. Da. Schemen, Öl haben wir bekommen und herausgerissene Sachen. Guck mal nach, was war das? Eine Kleidung, 24 Rüstungen und wir haben eine 15 Rüstung. Der Dumme ist nur, diese Rüstung sieht wirklich gut aus. Und die hat mehr Schutz, aber die sieht scheiße aus. Ja. Scheiß drauf. Ich nehme sie. Aber nur, weil sie mehr Schutz hat. Nur weil sie mehr Schutz hat. Halt. Hab ich. So, und ich habe lauter Schemen jetzt bekommen. Sehr gut. Schemen sind wichtig für Sachen. So, gleich mal sortieren. Ein neues Schwert. 27 bis 33 Schaden. Also, her damit. Schön, haben wir ein neues Schwert. So schnell geht das. Die Seiten liest ja, glaube ich, automatisch. Wunderbar. So, das war der erste. Das erste Fragezeichen. Was haben wir als nächstes? Hier haben wir gleich was. Ich muss hier ein bisschen was machen. Um eben fest hochzukommen. Ich würde sagen, laufe ich hin, sind 100 Meter. Sollte schon nichts unterwegs passieren, hoffe ich mal. Da kann ich unterwegs noch Pflanzen sammeln. Und ich muss Pflanzen sammeln, weil ich muss ja hier, in der Alchemie. Wie gesagt, das erste, was ich machen möchte, ich brauche diesen Trank, also brauche ich eine ertrunkenen Hirn. Scheiße. War keins dabei. Dieses Kraut brauche ich, um eben diesen Trank einmal herzustellen. Ich habe den dann dauerhaft. Ganz, ganz wichtig. Damit kann ich mich stärken, mich heilen. Vergiftung heilen und. Also ich kann so viel machen mit diesen Tränken. Das ist sowas von extremst wichtig, dass ich die halt bekomme. Ach, coole. So, gleich haben wir ein Schild. Kein Schild. So, Schild da. Gut. Schön rumrollen, was du vorstellst. Platz machen, solange der sich nicht hält. Ah, ich könnte. Lalalalalalala. Letzten Spielstand laden.
Ich hoffe, dass das nicht so weit weg war.